Die Raute, die verschiedenfarbigen Jacketts und der Satz, wir schaffen das. Dann weiß jedes Kind, das ist Angela Merkel. 16 Jahre Bundeskanzlerin, darauf hätte zu Beginn wohl niemand gewettet. Eine bis dahin unbekannte Frau aus Ostdeutschland wird zur beliebtesten Politikerin im In- und Ausland. Sie kennen mich, das war einst ihr Wahlkampfslogan. Und doch hat sie dann die, die sie gut zu kennen meinten, regelmäßig überrascht. Bankenkrise, Flüchtlingsfrage, Corona und damit wurden dann auch die Merkel-muss-weg-Rufe lauter. Nun ist sie bald weg. Ihrer Partei geht es schlecht? Geht es dem Land gut? Das Ende einer Ära. Was hat Merkel geschafft? Unser Thema heute in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen zur Phoenix-Runde in dieser spannenden Woche kurz vor der Bundestagswahl. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Ralf Bollmann ist bei uns, Historiker und wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und Biograf von Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre Zeit nachzulesen auf ganzen 720 Seiten. Ein dickes Buch haben Sie da vorgelegt. Und ich begrüße Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen. Davor war er Korrespondent für den Spiegel in Washington und in Brüssel. Zugeschaltet ist uns Rolf-Dieter Krause. Er ist der langjährige Leiter des ARD-Europa-Studios in Brüssel. Schönen guten Abend. Und ich begrüße Anja Meyer. Viele Jahre war sie Parlamentskorrespondentin der TAZ und jetzt berichtet sie für den Weserkurier aus der Hauptstadt. Und Frau Meyer, mit Ihnen möchte ich gern beginnen. Angela Merkel, eine Frau aus der ehemaligen DDR, schafft es in einer doch bis dahin sehr westdeutsch geprägten Partei ganz nach oben. Ist sie für Sie ein Vorbild in dem, was Frauen schaffen können? Ich denke, dass sie für viele Menschen ein Vorbild ist, aber vor allem ist sie eigentlich eine Unmöglichkeit gewesen. Also sie ist eigentlich, die Geschichte von Merkel ist die Erzählung eines unmöglichen Aufstiegs einer Frau, die eigentlich nur so als Übergangslösung geplant war für eine Partei in der Krise. Und jetzt, und dann hat sie gezeigt, dass sie Beharrungsvermögen hat und auch so eine gewisse Sturheit entwickelt in dem, was sie getan hat. Und das ist das Ganze mit einer großen Bescheidenheit und ziemlich viel Fleiß. Also das ist so das, was ich erstmal so positiv nach diesen 16 Jahren sagen kann über sie. Bleiben wir mal erstmal bei dem Positiven. Über das Negative können wir da auch noch reden. Herr Schmitz, Beharrungsvermögen und Unmöglichkeit, sagt Anja Meyer. Zu viel Beharrungsvermögen, wenn Sie jetzt auf die Kanzlerin schauen? Also vor allem perfektes politisches Marketing. Sie hat es eigentlich in 16 Jahren geschafft, immer den Eindruck zu erwecken, dass es ihr nur um die Sache geht, dass sie das alles macht, weil es ja jemand machen muss und weil es dem Land dient und es ja eigentlich gar nicht um die persönliche Macht geht. Das stimmt natürlich nicht. Wenn man hinter die Kulissen schaut, sehen wir alle die Bauernopfer. Wir können es auf ihren vielen Seiten natürlich nachlesen, wer alles sich an ihr die Zähne ausgebissen hat. Und zweitens, sie erweckt gerade wieder den Eindruck, als ob sie nicht geht, als ob sie freiwillig gehen wolle. Aber auch das stimmt nicht. Da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen, weil sie auch zweimal jetzt, ehrlich gesagt, ihre Nachfolge versaut hat. Aber da reden wir gleich noch drüber. Aber dann trotzdem für Sie persönlich, was sagen Sie für Sie? Was ist so, was macht Merkel aus für Sie persönlich? Beharrungsvermögen auf jeden Fall, immer weitermachen. Und ich würde mich Frau Meyer völlig anstimmen, die ungewöhnlichste politische Erfolgsgeschichte wahrscheinlich weltweit der letzten 50 Jahre. Okay, Herr Bollmann, Sie haben sich nun wirklich intensiv mit der Kanzlerin auseinandergesetzt, jetzt einige Jahre da an dem dicken Buch geschrieben. Bleibt denn da überhaupt eine Sache, wo Sie sagen, das ist sozusagen die Essenz, wo Sie sagen würden, das ist für mich Angela Merkel? Ja, naja gut, also ihre historische Leistung, glaube ich, besteht schon in diesem Krisenmanagement der 7 großen Weltkrisen, die wir seit der Finanzkrise 2008 gehabt haben. Was ich immer so eigenartig finde, ist dieses besondere Verhältnis, was sie zu den Deutschen hat, zu ihren Wählern. Weil Angela Merkel, glaube ich, diese deutsche Unlust auf Veränderung, diese Wohlstandsbequemlichkeit sehr kritisch sieht, immer gesehen hat, das auch gerne mal raushängen lässt, auch gerne viel kritisiert an diesem Land und seinem Establishment. Und ich glaube, noch gar nicht so ganz verinnerlicht hat, dass sie selber zu diesem Establishment seit mindestens 16 so Jahren gehört. Ja. Und dass sie aber gerade deshalb so erfolgreich ist, weil die Leute ja in ihr die Frau sehen, die von ihnen die ganzen unbilden und unangenehmen Dinge der Welt fernhält. Also diese Beständigkeit und Stabilität. Also Beharrungsvermögen, Stabilität und Möglichkeit. Rolf-Dieter Krause, was ist denn für Sie so das Wort oder der Satz, wo Sie sagen, das ist für mich Angela Merkel? Na gut,
ist der typische Satz für Angela Merkel. Ich finde, sie hat für sich persönlich sehr viel erreicht. Ob sie für unser Land etwas erreicht, da habe ich erhebliche Zweifel. Ich glaube, sie hat Deutschland geschadet durch Nichtstun, durch Laufen lassen. Und sie hat eigentlich, wie ich finde, immer nur gehandelt, wenn sie getrieben war. Nicht nur in der Flüchtlingskrise, es gilt genauso für die Energiewende, es gilt genauso für die Europapolitik. Na gut, hat sie dann gesagt, dann machen wir das eben, obwohl es oft gegen ihre Überzeugung war. Okay, also durchaus sehr kritisch jetzt. Wenn man, nur ganz kurz, weil ich das Beispiel von Herrn Bollmann so gut fand, wie sehr sie da auch fremdelte ein wenig mit den Deutschen. Ich erinnere mich an eine Reise, auf der ich sie begleitet habe. Da wurde dann eine Frage aus deutschem Publikum gestellt von einer noch sehr jungen Deutschen, die als erstes eine Frage zur Rente stellte. Und auf dem ganzen Rückflug hat sich Frau Merkel darüber ereifert, wie kann das sein, dass ein junger Mensch erstmal über die Rente etwas wissen will. Es war in Indien, glaube ich. Und sie sagte dann, wie anders der Spirit in diesem Land sei und die Veränderung. Aber ehrlicherweise hat sie immer Angst gehabt, die Deutschen dann mehr herauszufordern an der Stelle. Sie hat sich aber privat oft darüber aufgeregt. Das ist wirklich diese Ambivalenz, die Sie ja auch meinen. Das Interessante ist ja, da würde ich Ihnen, Herr Krause, auch widersprechen ein Stück weit, dass sie ja ursprünglich schon was wollte mit diesem Land. Sie ist ja als eine Kanzlerin der Veränderung angetreten, in der Wirtschaftspolitik bekanntermaßen, Leipziger Parteitag und so weiter, aber auch in der Gesellschaftspolitik, wo sie es ja zum Teil auch durchgesetzt hat. Also Franz Müntefering erzählte mir noch mal sehr eindrücklich, dass es 2005 nur ein Ministerium gab, was sie unbedingt haben wollte für die Union, nämlich das Familienministerium, wo sie von der Leyen hingesetzt hat mit Elterngeld, mit Kita, Platzanrecht und so weiter. Und da ja wirklich auch, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, wie rückständig Deutschland damals war, im Grunde eine Revolution gemacht hat. Und sie ist dann zu einer Kanzlerin in der Tat des Bewahrens geworden, was zum Teil damit zusammenhing, dass sie bestimmte Risiken, Reformrisiken nicht eingehen wollte und ja merkte, dass es nicht ankommt bei den Leuten. Zum Teil aber natürlich auch mit diesen großen Krisen und das eigentlich mindestens seit der Finanzkrise oder spätestens mit der Wahl Donald Trumps dann eigentlich das Zusammenhalten dessen, was man noch irgendwie retten kann von der westlichen Demokratie, eigentlich das oberste Prinzip oder die also oberste immer Politikerin. Immer reagierend und nicht wirklich vorausgehend sozusagen. Aber auch der sozusagen den Umständen geschuldet. Sich Das war nicht der Plan. Ich fand es interessant, dass der Economist jetzt so eine negative Bilanz ihrer Amtszeit sieht. Ganz zu Beginn ihrer Amtszeit hat eine sehr positive Bestandsaufnahme gemacht, weil sie da eben noch von den Hartz-IV-Reformen, von der Agenda 2010 profitierte. Und eigentlich brauchen wir genau diese Agenda jetzt wieder nach 16 Jahren. Das muss sie sich schon ankreiden lassen, dass sie da eher verwaltet hat als gestaltet hat. Wenn man die anderen Kanzler sieht, die davor waren, bei Schröder, den regt man natürlich mit der Agenda 2010 zusammen, Brandt mit der Ostpolitik, Kohl natürlich mit der deutschen europäischen Einigung. Frau Mayer, für was steht eigentlich Frau Merkel? Gibt es ein Ding, wo man sagt, das hat sie gemacht, dafür steht sie, im Vergleich zur Agenda 2010, zur Ostpolitik von Brandt? Also was ich interessant finde, ich fand es auch ganz gut, dass der Kollege Bollmann das gerade erwähnt hat, zum Beispiel ihre Familienpolitik. Also sie hat tatsächlich das Bild von Ehe und Familie in diesem Land verändert. Sie hat anerkannt, vielleicht auch aufgrund ihrer ostdeutschen Herkunft oder ihrer Erfahrungen, biografischen Erfahrungen, dass Kitas von 9 bis 12 und dann wieder von 14 bis 16 Uhr irgendwie keine Lösung sind für Menschen, die arbeiten wollen und sich in ihrem Beruf verwirklichen wollen. Da hat sie unglaublich viel getan für dieses Land. Und das zum Beispiel finde ich wirklich der Anerkennung wert. Und ich finde auch ein bisschen schwierig, Herr Krause, wenn ich Ihnen da auch widersprechen darf, dass sie sozusagen dem Land geschadet hat und nur na gut gesagt hat. Ich glaube, was die Menschen an ihr mochten, man kann ja ab Sonntag sagen mochten, war eigentlich, dass sie letztlich geschaut hat, wo die Bürgerinnen und Bürger hinwollen. Also was deren Begehr ist, was deren Erwartungen an die Politik sind. Und da hat sie dann die Politik hingewuchtet und hat mit Ach und Krach ihre Partei hinterhergezogen. Das allerdings, das kriegen wir gerade in diesem Wahlkampf natürlich extrem zu spüren, dass es da einen riesen Dissens gibt zwischen dem Selbstbild der Union und der Wahrnehmung durch die Bürgerinnen und Bürger. Also da hinterlässt sie ein ziemliches Chaos in ihrer Partei. Herr Krause. Wenn ich dann mal Ihnen widersprechen darf. Ja, gerne. Familienpolitik in allen Ehren und Geschlechterrollen etc. Die Frage ist doch, sind das die Fragen, von denen das Wohl und Wehe unseres Landes abhängt? Können Sie sich, ich frage das mal umgekehrt, verbinden Sie mit Frau Merkel eine einzige politische Initiative in den vergangenen 16 Jahren, die der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft irgendwas gebracht hat?
Da ist nichts. Wenn irgendwas kam, da kam es von anderen, von Müntefering, der schon mal erwähnt worden ist oder sonst was. Dasselbe in der Europapolitik, das ist unser Schicksal Europa, ob wir wollen oder nicht. Sie hat es verludern lassen. Sie hat Orban geschützt, der die Demokratie und die europäischen Werte aushöhlte. Und wir merken heute, dass wir ein Europa haben, das nur noch durch Geld zusammengehalten wird. Orban hat Nachfolger gefunden in Polen, zuletzt in Slowenien. Das hat sie alles laufen lassen. Sie können von vielen Ländern sagen, was Frankreich, von Polen, von Ungarn, von Italien, was für ein Europa Sie sich wünschen, wenn Sie es verwirklichen könnten. Von Deutschland weiß kein Mensch, was für ein Europa wir anstreben. Wir sind willenlos gewesen in den letzten 16 Jahren. Und das sind doch die Fragen, die mit Verlaub ein bisschen wichtiger sind als die Frage, ob wir unser Bild von der Ehe oder und dergleichen verändert haben oder nicht. Was ja auch interessant war, weil Sie das Bild von der Ehe ansprachen, dass Sie zum einen die Homo-Ehe ja dann oder die Ehe für alle eben gesagt hat, dass Sie da eine Initiative für mit eingebracht hat und dann aber dann doch dagegen gestimmt hat. Also das war ja auch, da bekam Sie ja auch eine Menge Kritik. Ich noch mal kurz zu Europa. Ja. Also ich glaube, das kann man so nicht stehen lassen, Herr Krause. Also es stimmt, ich sehe auch bei Europa, insbesondere beim Management der Eurokrise, am ehesten Schwächen. Wenn sie da am Anfang nicht so lange gezögert hätte, entschiedener reagiert hätte, wie das vielleicht Helmut Kohl gemacht hätte, hätte man die Kosten möglicherweise insbesondere auch für die anderen Länder reduzieren können. Aber ich meine, was sie ja klar gesehen hat, sie ist angetreten als Kanzlerin in dem Moment, in dem in Frankreich und den Niederlanden der Verfassungsvertrag gescheitert war. Und sie sah sich im Grunde als die Frau, die von den großen europäischen Visionen eines Helmut Kohl jetzt irgendwie die Scherben zusammenkitten muss. Und die eben auch einen klaren Blick dafür hatte, dass eben nicht alle EU-Mitgliedstaaten diese deutsche Vision von den Vereinigten Staaten von Europa teilen. Aber hatte sie überhaupt eine Vision zu Europa? Naja, sie war sicher keine Herzenseuropäerin im Gegensatz zu Kohl zum Beispiel. Sie hatte als DDR-Bürgerin andere Bezugspunkte, die Bundesrepublik, die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie hat lange nicht verstanden, warum Deutschland dieses privilegierte Verhältnis zu Frankreich haben muss. Sie hat mehr auch, das bekomme ich jetzt auch in den Interviewanfragen aus dem Ausland bei mir ganz stark zu spüren, sehr viel auf die kleineren und auf die anderen Länder in Europa geschaut. Hat sie eine sehr hohe Beliebtheitswert, das muss man sagen. Ja, also in den Niederlanden ist sie extrem beliebt, in Frankreich auch, Herr Schmitz. Sie waren ja auch in Brüssel. Ich sehe das Krisenmanagement auch sehr kritisch. Ich finde es interessant, dass dieses Etikett immer so angehängt wird, weil man eigentlich für jede der Krisen, die Sie erwähnt haben, schon Kaviats einbauen muss. Ich möchte aber mal kurz noch mal darauf zurückkommen, um auch das Positive, wo bleibt das Positive, zu betonen. Da bin ich schon stärker bei Frau Mayer. Also ein Amt wie die Kanzlerschaft wirkt in viele Richtungen für ein Land. Und ich war sehr lange im Ausland, wie oft ich zum Beispiel darauf angesprochen wurde, auf den Umstand, wie Frau Merkel im Amt wirkte, alleine ihre persönliche Bescheidenheit, wie oft ich darauf angesprochen wurde, dass sie in dieser kleinen Wohnung wohnt, dass Korruptionsskandale niemals mit ihr verbunden werden würden, anders zum Beispiel als Gerhard Schröder, der danach eincashte, oder auch die Nachwirkung der Flüchtlingskrise, wo sie aus meiner Sicht viele Fehler im Management gemacht hat, wo aber heute noch im Ausland darauf angesprochen wird, dass das wirklich der Wendepunkt war, wo Deutschland ein anderes Bild gezeigt hat in der Welt. Man kann sehr, sehr vieles kritisch sehen, werden wir sicher noch darüber diskutieren, aber auch so wirkt sie. Da erinnert sich manchmal ein bisschen an Obama, der einfach in das Land hineinwirkte durch seine Stellung, auch wenn er letztlich nicht viel erreicht hat. Und sie hat nicht viel gemacht, das muss man sagen, reformtechnisch, aber das ist eine Art von Amtsausfüllung, die man erstmal ihr nachmachen muss. Das gibt es in der Nachrichtengeschichte nicht so oft, außer Brandt vielleicht noch. Und das ist eine erhebliche Leistung, die man ihr schon zubilligen muss. Ja, Frau Mayer, würde ich Sie auch gerne mal nachfragen nach dem Stil, nach dem Regierungsstil von Angela Merkel. Das war ja was ganz anderes. Und Sie hatte ja nun mal diese Biografie in der DDR. Sie sind auch in der DDR aufgewachsen. Gibt es da was, wo Sie sagen, ja, das ist was Ostdeutsches, oder ist das Unsinn, dass man diese Kategorie da verwendet? Also ich habe ehrlich gesagt, das wird ja immer so gerne gesagt, alle Ostdeutschen sind irgendwie gleich, das würde ich bestreiten. Ich glaube, das wollte ich damit auch nicht sagen. Bei Angela Merkel spielt eine große Rolle ihre evangelische Herkunft, der Beruf ihres Vaters als Theologe. Und ich glaube, sie hat so ein... Ups, jetzt haben wir gerade eine kleine... Da müssen wir kurz warten. Also irgendwas hängt da gerade bei der Verbindung. Oder geht's jetzt wieder? Ja.
Da bin ich wieder. Da sind Sie wieder. Okay, so ist das mit der Digitalisierung in Deutschland. Also, was ich sagen wollte, was mir wirklich wichtig ist und was einem ja auch gesagt wird, wenn man im Ausland unterwegs ist, diese große Bescheidenheit und dieses Arbeitsbienenartige. Ja, das, ich gebe zu, dass das nach hinten raus bei den Ergebnissen natürlich auch überwölbt von permanenten Krisen in Ihrer Amtszeit nicht immer ganz so vorzeigbar ist. Das stimmt, Herr Krause, aber dieser Arbeitsethos, der ist schon beachtlich. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wer jetzt sich um Ihr Amt bewirbt, da mache ich mir echt Sorgen. Also das sind jetzt keine kleinen Egos, die da kommen wollen. Das ist ja eben auch der Punkt, Herr Bollmann. Wie haben Sie das erlebt? Sie haben ja auch mit vielen Menschen gesprochen für Ihr Buch. Gibt es da große Bewunderung, auch gerade von, sagen wir mal, der westdeutschen Männerriege, der Sie ja zum Teil auch sehr gefährlich geworden ist in Ihrer eigenen Partei? Naja, teils, teils. Also es gibt natürlich so ihre alten Gegner wie Friedrich Merz. Oder ich würde sagen, Friedrich Merz gehört zu den wenigen, die bis heute diese Person Angela Merkel überhaupt nicht verstanden haben, gar nicht kapiert haben, was ihr Erfolgsrezept eigentlich ist, was sie antreibt, was die Beweggründe sind. Da ist wirklich totales Unverständnis. Aber bei einer Mehrzahl der Politiker, insbesondere aus anderen Parteien, SPD, Grüne, teilweise auch Linkspartei, würde ich sagen, dass da eine große parteiübergreifende Bewunderung einfach für diese Persönlichkeit da ist. Und ein Satz, Herr Krause, noch zu den wirtschaftlichen Sachen. Ich meine, das stimmt ja alles, was da beklagt wird jetzt mit Digitalisierung und so. Aber man muss ja mal sagen, dass Deutschland wirtschaftlich im Moment zumindest so exzellent dasteht mit hohen Exportüberschüssen, mit einem enormen Wohlstand. Das ist schon der Tatsache zu verdanken, dass Merkel dieses Land so unglaublich stabil an allen Weltzusammenbrüchen der letzten 13 Jahre vorbeigesteuert hat. Die Deutschen haben ja fast nichts mitbekommen davon. Das ist bei den anderen, glaube ich, politische Bewunderung dabei. Sie ist ja eigentlich die erste Regierungschefin, die nicht abgewählt würde auch. Also wenn sie jetzt noch mal antreten würde, hätte sie sehr gute Chancen. Kohl hat sich zur letzten Wiederwahl geschleppt und ist dann abgewählt worden. Und die anderen sind vorher schon überzeugt worden, dass es keine gute Idee war. Bei Friedrich Merz nur kurz interessant, wir hatten letzte Woche ein Interview mit ihm und ich meine, es ist Wahlkampfendphase. Frau Merkel wird wieder als Wahlkampfwunderwaffe ausgerollt und das Erste, was er zu tun hat, ist wieder über Frau Merkel zu lästern. Also das sitzt so tief in Teilen dieser westdeutschen Männerriege, also, auch wenn du mit einem Roland Koch oder ähnlich sprichst, die können damit immer noch nicht umgehen. Ja, genau. Das ist übrigens ein Punkt, den sie nicht verstanden haben. Ja. Ein großes Problem, warum Scholz natürlich viel besser den Merkel-Imitator geben kann als Armin Laschet, weil in der SPD gibt es niemanden, der Angela Merkel hasst. Es gibt Leute, die sie vielleicht nicht so mögen oder so, aber er stößt damit auf keinen relevanten Widerstand in der SPD. Wenn Laschet jetzt ganz offen sagen würde, ich mache alles so wie Frau Merkel, würde ihm ja die Hälfte der Partei davonlaufen. Ja. Und Herr Krause, jetzt haben Sie ja gesagt, was Sie nicht gut finden an Angela Merkels Europapolitik oder dass Sie das. Wie ist es aber, wenn man mit anderen führenden Regierenden in Europa redet? Was ist denn da die Meinung? Was waren, als Sie in Brüssel waren, wie wurde da auf Angela Merkel geguckt? Also ich stimme ausdrücklich zu, ihre bescheidene Art, ihre persönliche Art, die ist sehr sympathisch, übrigens auch mir. Und sie ist natürlich auch ihren Kollegen in der europäischen Politik sympathisch. Dazu kommt aber noch ein anderer Punkt. Ein Regierender in so einem wichtigen Land wie Deutschland, es nun mal in der EU ist, der keinen eigenen Willen hat, der ist natürlich total bequem für die anderen. Der ist ein exzellenter Krisenmanager. Der kann Kompromisse schmieden zwischen den anderen, die alle ihren Willen haben und die alle sehr verschiedene Willen haben, die man erst zusammenführen muss und so weiter. Mit einem eigenen Willen ist sie da nie aufgefallen, weder in der Eurokrise, in der Flüchtlingskrise. Da gab es diese große Ausnahme. Und da hat sie aber auch viele Europäer vor den Kopf gestoßen, weil sie da alleine agiert hat, ohne jede Absprache mit anderen. Und das haben ja auch viele übel genommen. Aber sonst, als Kompromiss, sie hat auf der europäischen Bühne damit angefangen, als Tony Blair damals sich völlig verrannt hatte mit dem EU-Haushalt. Und dann war sie diejenige, die den Haushalt zusammenbrachte, indem sie mit allen geredet hat. Ganz frisch gebackene Bundeskanzlerin, aber ohne eben eigenen Willen. Und das war das Entscheidende. Okay. Und die Frage ist, ob das Richtige ist für ein Land wie Deutschland. Ich glaube, wir müssen einen eigenen Willen haben. Die anderen erwarten das sogar von uns.
Ja, da gab es eine Menge Erwartungen, auch gerade aus Richtung Frankreich natürlich zum Beispiel. Ich fand, dass sie schon auch in der Eurokrise ihren eigenen Willen hatte. Also das, was Sie und Herr Schäuble dann letztlich doch auch teilweise als Sparmaßnahmen in den betroffenen Ländern durchgesetzt haben, das war schon ein klarer Wille. Ob es wirklich Ihr eigener Wille war oder ob es getrieben war von den parlamentarischen Zwängen in Deutschland, mag eine andere Frage sein. Aber Sie meinen wahrscheinlich keine eigene Vision, die Sie dahinter verbergen wollte. Da würde ich mitgehen. Aber einen Willen hat sie schon gezeigt. Und ich fand in der Krise teilweise den falschen. Die Frage ist, das war ziemlich hart, diese Solidarität gegen Reformen in beide Richtungen durchzusetzen. Ja. Innenpolitisch die Hilfsgelder durchzusetzen, die in Klammern, die ja nicht nur Deutschland bezahlt hat, oder Garantien, es ist ja kein Euro geflossen bis jetzt, und aber eben auch dann in den Ländern die Reformen durchzusetzen. Ja. Die Frage ist, wenn man noch mal schaut, also Europa sieht Herr Krause vor allen Dingen besonders kritisch, warum hat sie bestimmte andere Dinge nicht geschafft, zum Beispiel beim Thema Klima? Wir haben schon darüber geredet, dass sie nicht so die große Visionärin ist. Am Anfang hieß es aber, sie ist die Klimakanzlerin. Herr Schmitz, was würden Sie sagen? Warum ist sie da nicht weiter? Gerade, weil man hat ja gemerkt, sie hat das Thema verstanden. Und es liegt ihr auch etwas an diesem Thema. Sie hat das Thema verstanden. Sie hat viele der Themen verstanden. Sie ist, wie Herr Bollmann völlig richtig gesagt hat, ja auch als eine absolute Reformkandidatin damals angetreten. Ich glaube, dieses tiefsitzende Trauma der Angela Merkel ist jetzt nach den 16 Jahren etwas in Vergessenheit geraten. Aber sie ist ja mit einer sehr radikalen, für damalige Verhältnisse, Agenda angetreten, hat dann die Erfahrung gemacht, dass das im Wahlkampf abgestraft wurde. Und daraus hat sich eigentlich erst diese, wir machen mal weiter so, Kanzlerin entwickelt, die sie später geworden ist. Und das gilt fürs Thema Klima auch. Man muss fairerweise sagen, wenn man mal auf den Wahlkampf von vor 4 Jahren schaut, auch die SPD hat vor 4 Jahren so gut wie nicht über Klimaschutz gesprochen in dem Wahlkampf. Also es ist nicht, dass nur die Union das Thema lange ausgesessen hat, aber das passt zu ihrer Risikoaversion, die wir ja schon ein bisschen beschrieben haben, und die gilt eben auch für das Thema. Ich glaube, dass sie privat für das Thema sehr früh sich sehr interessiert hat, sehr kundig war, die Gefahr auch gesehen hat. Ja, nicht nur privat, sondern auch auf internationaler Ebene. Sie hat ja als Umweltministerin schon 1995 diese Berliner Klimakonferenz zum Erfolg geführt und auf internationalen Gipfeltreffen, Heiligendamm, Elmau und so weiter, Paris, ja immer sich sehr in die Bresche geworfen für diese internationalen Vereinbarungen. Nur im Inland, wo es dann wirklich sozusagen spürbar geworden wäre. Ja, aber dann hat sie es aber hart gemacht beim Atomausstieg. Also dann, das war ja dann schon wieder... war aber nicht Klima. Das war populär zu der Zeit. Aber es ging um das große Themenfeld natürlich auch. Frau Mayer, wie würden Sie das da beurteilen, wie das Handeln, das Agieren von Angela Merkel? Zum einen als Klimakanzlerin und dann aber auch sowas wie den Atomausstieg. Also wenn man jetzt von hinten mal schaut, dann merkt man ja, wenn man jetzt mal mit so Fridays for Future AktivistInnen spricht, die sagen ja alle, die ist doch Physikerin, warum hat die denn nichts gemacht? Ja, also für die Jüngeren, die nachfolgen, sieht die Bilanz unglaublich schlecht aus. Und sie hat sich diesem Thema immer zugewandt. Und ich glaube, dass sie auch da, um mal dieses berühmte Bild von ihr zu zitieren, sie war auch da eine Getriebene. Sie war, glaube ich, schlauer als ihre Entscheidungen, die sie herbeigeführt hat. Wir sehen das jetzt in der Corona-Krise. Da ist ja auch, man merkt immer, da tickt die Wissenschaftlerin mit, die irgendwie immer sagt, das ist so unvernünftig, was hier gerade passiert. Ich sag's euch nochmal, aber die sich dann eben beugt, einer im Kabinett zum Beispiel oder der Industrie oder wer auch immer gerade die Oberhand hat, das ist bei ihr einfach zu beobachten. Das meinte ich vorhin mit diesem, dass sie ihre Politik dann dahin wuchtet, wo sie eine Mehrheit vermutet. Weil sie Angst hat, die Bürgerinnen und Bürger zu überfordern? Weil es gab ja gerade auch bei der Flüchtlingsdiskussion dann irre Anfeindungen. Es hat sich die AfD gegründet, all diese Dinge in ihrer Amtszeit. Also das war ja auch klar, Konservative, die nicht mehr mit ihr zufrieden waren. Ich glaube, sie guckt halt sehr kühl auf ihr Volk. Das haben wir ja am Anfang schon gesprochen. Und sie traut den Deutschen nicht mehr Veränderungen zu. Also das, was Schäuble gesagt hat, das erste Flüchtlingskrise, das Rendezvous mit der Globalisierung, würde sie eigentlich auch unterschreiben. Ich glaube, sie hat den Deutschen so viel Wandel nicht zugetraut. Und deswegen war sie so vorsichtig. Naja, und da kommt wieder das Thema Establishment ins Spiel. Sie konnte sich wahnsinnig aufregen über die Automanager, die nicht sich um alternative Antriebe kümmern und so weiter vor dem Dieselskandal. Aber als sie gemerkt hat, da tut sich nichts, da bewegt sich nichts, da kriege ich nichts hin, ist sie dann halt doch nach Brüssel gegangen, um die Abgasgrenzwerte abzuschwächen, weil sie halt unter den Umständen die 800.000 hochbezahlten Arbeitsplätze... Ja, ich sehe schon, Herr Krause. Ja, ich sehe die Hand in meinem... Herr Krause, ja.
Ja, denk mal, guck mal, 2007 hatte Deutschland die Präsidentschaft in der EU. Da ist das Wort von der Klimakanzlerin geboren worden. Da hat sie uns das Verbot der klassischen Glühlampen beschert, etc. etc. Dann war die Präsidentschaft vorbei, von der sie gemerkt hatte, dass sie die in der Innenpolitik gut gebrauchen kann, wenn sie da auf Brüsseler Ebene punktet. Und dann war es auch mit der Klimapolitik vorbei. Und in der Tat, gerade mit den Autos, hat sie genau das Gegenteil gemacht, also wie vorher. Vorher, 2007, in der Tat, da hat man ihr abgenommen, dass ihr das Klima wichtig ist, dass sie merkt, dass man da was tun muss. Und danach hat sie genau das Gegenteil getan. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich sage, wir haben es hier mit einer weitgehend überzeugungslosen Kanzlerin zu tun, jedenfalls im Handeln. Mhm. Aber Frau Meyer, Sie sagen ja, sie ist so geprägt durch ihr auch protestantisches Ethos. Sie weiß schon, für was sie steht, oder? Sie weiß, wofür sie steht, und sie macht auch manchmal, was ich auch wirklich fragwürdig finde. Ich denke zum Beispiel an dieses Foto mit Greta Thunberg bei der UNO, wie sie quasi ein Bild produziert mit einer globalen Aktivistin, und man eigentlich weiß, dass sie eine andere, viel pragmatischere Politik zu Hause macht, ja, und in der EU. Das fand ich wirklich, da hatte ich so einen ganz blöden Geschmack bei dieser Geschichte damals. Das war so Bilderpolitik, die nicht übereinstimmte mit dem, was sie eigentlich praktisch durchgesetzt hat, politisch. Mhm. Schwierig also. Jetzt ist sie aber trotzdem, hat sie ja immer noch irre hohe Beliebtheitswerte, auch in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es aber Leute, die sie ja richtig hassen. Mhm. Also diese Merkel muss wegrufe und noch ganz schlimme Beschimpfungen. Wie erklären Sie sich das, Herr Schmitz, dass das so in den Jahren Ihrer Kanzlerschaft also solche starken Aggressionen auch dann gibt? Ja, sie hat dann ja doch, obwohl wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, dass sie ja Zumutungen immer vermieden hat, sie hat am Ende natürlich schon eine große Zumutung durchgeführt. Sie war ja in dem Sinne Überzeugungstäterin in der Flüchtlingskrise. Und natürlich ist das ein Thema, was das Land sehr polarisiert hat, auch in der Art, wie sie es vielleicht manchmal kommuniziert hat. Da war sie ja teilweise sogar für ihre Verhältnisse recht trotzig, wenn sie dann sagt, das ist sonst nicht mehr mein Land, wenn wir nicht dieses freundliche Gesicht zeigen. Das hat sicher dazu beigetragen. Zweiter Punkt, aber auch meine klare These ist, es war eine Amtszeit zu viel. Es wird jetzt verdeckt dadurch, dass Corona ihr am Ende noch mal einen Boost beschert hat. Aber noch mal, sie ist ja nicht freiwillig abgetreten. Ja. 2018 hat sie dann auch erklären müssen, dass sie vorzeitig ihren Abschied erklärt. Und sie ist damals, 2017, ja, hat sie sich ja noch mal selber nominiert und hat es dann bei Anne Will ja damals erläutert, dass sie quasi etwas für Europa, für die Welt, für die Stabilität, für die von Trump bedrohte Weltordnung machen will. Und da hat sie gar nichts erreicht, muss man sagen. Im letzten Jahr sicher Corona als Entschuldigung. Sie hat aber auch vorher keine Anstalten gemacht, als Macron sie regelrecht um Hilfe anbettelte, hat sie nichts getan. Also da muss man sagen, dieses Selbstlose, ich tue alles für das Volk, hat sie auch im Abschied nicht hinbekommen. Sie ist nicht diejenige, die einfach gegangen ist. Doch, in gewisser Weise schon. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie 2017, also vor der Wahl 2017, fest entschlossen war, nicht noch mal anzutreten. Dann ist zwei Wochen, bevor sie die Entscheidung treffen wollte, Donald Trump gewählt worden. Wir hatten instabile Verhältnisse in fast allen anderen europäischen Demokratien. Stimmt. Sie war die letzte Regierungschefin mit festen liberal-demokratischen Überzeugungen, die noch sicher im Sattel saß. In der Situation zu sagen, die letzte Lotsin des Westens verlässt jetzt auch noch das Schiff, das hätte sie einfach nicht machen können. Hätte sie vielleicht machen können, wenn sie eine gute Nachfolgerin aufgebaut hätte vorher? Naja, mit dem Nachfolger aufbauen, das ist ja in der Demokratie nicht so einfach. Ich finde, da würde ich ihr in ihrer Sichtweise recht geben. Sie kann Leuten Startpositionen geben, aber bewähren müssen sie sich selber. Aber sie hat sie zweimal demontiert. Ja. Das ist ja noch ja, gut, aber erst nachdem sie selber, also bei Kramp-Karrenbauer eindeutig erst nachdem die selber sich da verrannt hatte, würde ich sagen. Okay, ich würde gerne Herr Krause und Frau Meyer, die ja ein bisschen im Nachteil sind, weil sie nicht hier drin sitzen, noch mal fragen, ist sie zu lange geblieben, Frau Meyer? Hätte sie früher gehen müssen? Hätte Angela Merkel einfach früher gehen müssen? Ja, sie wollte, also das sagt ja Herr Böllmann auch, also sie wollte ja gehen und hat sogar für ihre Nachfolge gesorgt. Und dann hat die es aber verrissen. Und es gab tatsächlich diesen Moment, ich erinnere mich auch sehr gut daran, dass man irgendwie so dachte, sie will gehen. Sie hat ja selber, glaube ich, in diesem Interview, was sie damals gegeben hat, als sie erklärt hat, dass sie nochmal antritt, hat sie gesagt, das wäre geradezu bizarr. Also es wäre irgendwie, es würde einer gewissen Komik nicht entbehren, was hier gerade passiert. Es wäre ihr selbst klar. Aber sie tritt jetzt nochmal an, und zwar aus so einem Verantwortungsgefühl heraus. In dieser Verantwortung ist natürlich immer auch ein Stück Überhöhung, ne? Also ein Stück sehr hohes Selbstbewusstsein.
Aber ich glaube, da hat sie sich wahrscheinlich befragt, was passiert. Also sie hat es vom Ende her gedacht, was passiert, wenn ich jetzt gehe? Und da gebe ich Herrn Bäumer recht. Sie hat einfach gedacht, die Situation jetzt, die globale Situation ist so schwierig. Wenn ich jetzt hier auch noch abdanke, wenn ich jetzt hier den Platz räume, dann werden hier die Populisten einmarschieren. Und das wollte sie nicht. Herr Krause, finden Sie, dass sie früher hätte gehen müssen? Wäre das zum Beispiel für Europa besser gewesen? Also das ist etwas, was ich nicht an ihr persönlich festmachen will. Ich glaube, dass diese langen Amtszeiten, die in unserem Land möglich sind, generell ein Problem sind. Die Schlussrunden von Adenauer, Kohl und auch Merkel waren alle unbefriedigend. Ich würde widersprechen, dass Frau Merkel die einzige liberale Regierungschefin war, die in westlichen Demokratien fest im Sattel saß zu diesem Zeitpunkt. Macron war nach seiner Wahl sehr fest im Sattel. Die war aber erst ein halbes Jahr später. Die war ein halbes Jahr später, Herr Krause. Macron ist ein halbes Jahr später. Es war unklar, wie die Wahl in Frankreich ausgehen würde. Und den hat sie dann leider auch selbst mit demontiert, als sie seinen zugegebenermaßen sehr ehrgeizigen europapolitischen Vorschlägen, denen man auch nicht allen zustimmen muss. Aber man hat gemerkt, der Mann will Europa weiterentwickeln, damit es handlungsfähig wird, damit es diese europäische Souveränität, die wir so dringend brauchen und deren Fehlen wir zum Beispiel gerade in Afghanistan und anderswo bemerkt haben, damit wir die gewinnen. So, und da hat sie keine Antwort drauf gehabt. Klein, klein, in irgendeinem Papier, das da in Meseberg mal verabschiedet wurde. Und also es wären andere da gewesen. Und den hat sie mit zerstört. Das ist, finde ich, einer ihrer großen Fehler, dass sie diesen großen Partner in Frankreich demontiert hat. Und das ist unser wichtigster Partner in Europa, ob wir wollen oder nicht. Er ist manchmal auch unser schwierigster Partner. Ich glaube aber, dass generell, das will ich nicht an ihr festmachen, dass generell diese langen Amtszeiten, die in Deutschland wirklich ein Problem sind, ob es 2 Legislaturperioden sein sollen oder 3, darüber mag man streiten, aber 4 sind zu viel. Okay, aber jetzt wird ja neu gewählt und die Frage ist, die Union steht super schlecht da in den Umfragen. Herr Bollmann, wie hinterlässt sie da jetzt ihre Partei eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob das so sehr Ihre Verantwortung ist. Also die Union, die CDU ist, das hat man ja bei den Vorsitzendenwahlen jetzt immer gesehen, in der Mitte gespalten. Im Grunde sind das 2 Parteien, weil das irgendwie quer steht, das traditionelle deutsche Parteiensystem zu dieser gesellschaftlichen Spaltung, die sich überall im Westen jetzt herausgebildet hat zwischen liberalen Kosmopoliten und so nationalprotektionistischen Positionen. Und ich glaube, was viele in der Union eben falsch eingeschätzt haben und jetzt erst sehen, wie viel von den Wahlergebnissen der letzten Jahre sie eben Angela Merkel zu verdanken hatten. Diese 33% beim letzten Mal, die in der Union als schlechtes Ergebnis diskutiert wurden, waren im internationalen Vergleich für eine traditionelle Mitte-Rechtspartei ein sensationell gutes Ergebnis. Und mit den 20%, die jetzt in den Umfragen da sind, ist die Union, glaube ich, näher an dem, was international üblich ist in den Ländern, in denen es so eine Partei überhaupt noch gibt. Aber sie hat es auch nicht geschafft, also zum Beispiel den Frauenanteil wirklich zu erhöhen. Naja, sie hat es aber, solange sie da war. Die Partei in Ostdeutschland stärker zu machen, da ist die AfD eine große Bedrohung. Sie ist als Marke persönlich deutlich stärker als ihre Partei, das lässt sich konstatieren. Aber warum ist die Partei ihr da nicht nachgefolgt? Oder warum hat sie es nicht geschafft, mehr Frauen dann reinzubringen? Wir haben jetzt so viel gelästert über Friedrich Merz, aber wenn man sich das anschaut, er hat es ja 2-mal geschafft, fast die Hälfte der Partei hinter sich zu bringen. Also dieser Flügel, der wirklich mit dem Merkel-Kurs brechen will, ist schon erstaunlich groß. Und mich würde wirklich interessieren, mal in ihren Kopf zu gucken, ob sie sich eigentlich wünscht, dass ihr Nachfolger von der CDU kommt oder nicht. Mhm. Es gibt ja beide Denkrichtungen. Man kann ja sagen, das vollendet mein Erbe und dann stehe ich noch besser da. Oder es könnte auch heißen, naja, ohne mich werden sie halt abgewählt. Weil sie hat ja schon auch in jüngerer Zeit Äußerungen gemacht, wo man denkt, wie ist eigentlich ihr Verhältnis zu dieser Partei? Sie hat vor kurzem, das war sicher unfreiwillig, aber wenn sie sagt, die Partei, der Partei, der ich nahe stehe. Interessant, für jemanden, die Parteivorsitzende war. Ich glaube, da ist viel Wahrheit drin. Die Partei ist gefrustet mit Angela Merkel, aber sie ist natürlich in vielem auch gefrustet von dieser Union, die ja eine ganz andere war, als sie begonnen hat. Deswegen diese unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte, dass eine Ostdeutsche mit einem ganz anderen Familiengesellschaftsbild sich da durchsetzen konnte. Und natürlich war das eine sehr schwierige Beziehung auf beiden Seiten. Also Frau Meier, ist die Union eigentlich die falsche Partei für Angela Merkel? Zeigt sich das jetzt nochmal so richtig? Nein.
Nein, das ist sie nicht. So weit würde ich jetzt wirklich nicht gehen. Also sie war jahrelang eine ziemlich erfolgreiche Vorsitzende, solange die Partei gewählt wurde. Und sie hat dann aber, glaube ich, tatsächlich irgendwann den Faden verloren und diese Partei nicht hinterhergeholt oder nicht mehr es für nötig gehalten, sie von den Inhalten ihrer Arbeit zu überzeugen. Sie hat einen loyalen Kreis um sich gebildet mit Menschen, die auch ihren Prinzipien gefolgt sind und auch so gearbeitet haben, wie sie es für richtig hielt. Oder sie hat sich auch abgestimmt. Also es ist ja nicht, waren selten einsame Entscheidungen. Aber irgendwann ist dieser Draht ganz, ganz dünn geworden. Und die Leute, also so Merz-Leute, die fühlten sich dann halt ungehört. Wobei man sagen muss, dass Friedrich Merz ja nun auch erst vor, weiß nicht, anderthalb Jahren wieder hier eingeschert ist in das Geschehen. Ja, also, ja, aber er steht ja für einen bestimmten Flügel in der Partei. Er steht ja für eine Richtung in dieser Partei. Ja, ja, das ist so. Aber er hat natürlich immer von hinten so ein bisschen reingetutet, ja. Und dann wollte er die Macht, also dann hat er gesehen, dass er sie haben kann, hat sie nicht bekommen und jagt ihr jetzt hinterher. Und also das ist auch nicht besonders fair, das würde sie nie machen, das muss man auch mal sagen. Also das ist auch für eine bürgerliche Partei ziemlich unter der Gürtellinie, was da innerhalb der Union gerade passiert. Okay, müssen wir sehen, was dann am Sonntag noch passiert, je nachdem, wie das Wahlergebnis ist. Herr Bormann, hat Angela Merkel Freunde in der Politik? Sie haben mit vielen Menschen gesprochen, würden Sie sagen, da sind Menschen, die auf deren Rat sie auch echt hört? Also ja, zunächst mal Freunde außerhalb der Politik, was auch bemerkenswert ist für so eine Spitzenpolitikerin, die auch nicht öffentlich darüber reden, über ihre Freundschaft. Ja, hat sie, sowohl im Inland als auch im Ausland. Also meine, in der deutschen Politik ist wahrscheinlich Annette Schavan das beste Beispiel für eine wirklich enge politische, auch politische Freundschaft. International, das ist eigentlich ein bisschen komplexer, würde ich das Verhältnis zu Obama am Ende als freundschaftliches bezeichnen. Aber das hat ja auch viel, viel schwieriger angefangen. Da dachte sie am Anfang, übrigens ähnlich wie bei Macron, dieser Schaumschläger, da wollen wir jetzt mal schauen, was da hinterher wirklich bei rauskommt. Aber und sie hat einen engen Beraterkreis im Kanzleramt? Sehr treu, sehr verschwiegen. Aber ich weiß, also das ist ja eher ein professionelles Verhältnis, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man das als Freundschaft fassen sollte, da sie sich ja zum Beispiel mit Frau Baumann, ihrer Büroleiterin und engsten Vertrauten, bis heute sieht. Okay, also spricht dafür einen sehr bürgerlichen Hintergrund dann letztendlich. Immerhin da bürgerlich. Ja. Herr Schmitz, was denken Sie, wer kann ihr denn jetzt am besten nachfolgen? Olaf Scholz hat die Raute gemacht, ist dafür dann irgendwie, also hat dieses Foto gemacht beim Süddeutschen Zeitung-Magazin und hat dann hat dafür viel Spott geerntet. Aber ist es das, wenn man sagt, wenn die Deutschen eine Stabilität wollen, dann ist es der richtige Merkel-Nachfolger? Ja, alle drei versuchen es ja in unterschiedlicher Form. Die CSU spricht ja auch immer von Erbschleicherei, wenn Olaf Scholz das macht. Aber natürlich, Annalena Baerbock will diese Tradition, dass eine Frau im Kanzleramt sitzt, fortsetzen. Und Laschet auf seine Weise hat das auch versucht, unter den Schwierigkeiten, die er hat. Es wird ja jetzt oft der Vergleich gezogen, dass Frau Merkel, und das stimmt natürlich auch, am Anfang ihrer Kanzlerschaft auch nicht so stark war wie am Ende ihrer. Ich glaube, es ist trotzdem insgesamt schwieriger geworden. Also sie konnte natürlich sich damals oder noch reifen in einer Zeit, in der die Medien, die ganze Landschaft noch nicht so polarisiert und auch nicht so schnell war wie heute. Deswegen wird es, glaube ich, für jeden schwierig. Im Moment muss man sagen, im Wahlkampf deckt Olaf Scholz das am besten ab. Ich will das jetzt gar nicht werten, aber das ist das, worauf im Moment sein Aufstieg basiert, dass er zumindest diese Verlässlichkeit, dieses Staatsmännische, was man eben an ihr auch sehr geschätzt hat, dass man sich nicht schämen muss, wenn da jemand auftritt, auch so einem in jeder Situation, schon sehr abdeckt. Das ist aber jetzt keine Wertung. Das gilt aber, glaube ich, für die anderen beiden auch. Ich finde auch, dass Herr Laschet völlig karikiert wird in diesem Wahlkampf, aber das ist eine andere Geschichte, als die wir jetzt erzählen. Dafür werden wir übrigens im Ausland sehr bewundert, dass wir diese drei sehr gemäßigten, sehr vernünftigen Kandidaten, die alle nicht mit rechts koalieren würden, das ist auch, oder mit ganz rechts koalieren würden, das ist auch eine Besonderheit in Deutschland, die lobenswert ist. Was kann man denn, Herr Krause, was wäre denn gut? Sie haben jetzt viel Negatives gesagt über Angela Merkel. Gibt es was so vom Stil her, wo Sie sagen, das wäre gut, wenn man davon, wenn der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin davon was hätte?
Was sicherlich sehr angenehm ist, ist, dass ihr jedes Alpha-Tier-Gehabe abgeht. Sie ist eine sehr sympathische Frau, und ich wiederhole das. Sie ist sehr nett im Umgang mit Menschen, auch mit Menschen, die anders denken als sie, auch mit Leuten, die sie kritisieren. Sie ist da sehr geduldig. Das sind alles gute Eigenschaften. Die Frage ist, ob sie die wichtigen sind. Mein Eindruck ist, dass die Deutschen das Bedürfnis haben, professionell regiert zu werden. Und wem sie das am ehesten zutrauen, den werden sie wählen. Aber es muss nicht jemand sein, der große Visionen hat, oder? Na, das würde nicht schaden. Helmut Schmidt schon hat gesagt, immer, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Darum geht es nicht. Es geht darum, einen Willen zu entwickeln. Unser Land hat Interessen. Die muss es vertreten und dafür muss es Bundesgenossen suchen, dafür muss es Foren suchen, wo es diese Interessen möglichst gut durchsetzen kann. Und unsere Interessen sind wirtschaftlicher Natur, sie sind sicherheitspolitischer Natur und sie hängen fast alle mit Europa zusammen. Das heißt, wir haben ein extremes Interesse daran, dieses Europa wehrhaft zu machen, zu stabilisieren, wehrhaft nach innen und nach außen, weil wenn wir nach innen nicht wehrhaft sind, sind wir es auch nicht nach außen. Ja. Und da hat sie eben eher gestört. Also ich meine, sie hat die gemeinsame Außenpolitik der EU massiv gestört mit ihrer Sonderrolle gegenüber China und so weiter. Und da würde ich mir jemanden wünschen, der wirklich mit eigenem Willen, aber am Ende in den europäischen Geleitzug einsteigt. Frau Mayer, was meinen Sie, was wäre wichtig, dass bleiben würde? Oder was sollte ein Nachfolger übernehmen von Frau Merkel? Was würden Sie sich da wünschen? Was macht Sinn? Also ich habe es ja jetzt, glaube ich, schon zweimal erwähnt heute Abend, aber was wirklich, worum uns sehr viele Menschen beneiden in anderen Ländern, ist die Bescheidenheit, dieses arbeitsbienenartige Abarbeiten von Themen. Hat aber bei der Klimapolitik auch nicht geholfen und bei der Digitalisierung. Da sind wir nicht so weit vorangekommen, trotz Arbeitsbiene. Nee. Ja, das stimmt, ja. Also wenn Sie mich jetzt fragen, was wir brauchen als Land, ja, dann würde ich sagen, so wie Herr Krause, wir müssen auf europäischer und internationaler Ebene vorankommen. Wir müssen diese Corona-Krise, die ja auch eine globale Krise ist, und die Klimakrise jetzt in den Griff kriegen. Und da würde ich mal schauen bei den drei Kandidatinnen und Kandidaten, die wir da haben, wer hat denn den stärksten Rückhalt in seiner Partei? Und das ist auch nicht bei allen dreien ist das nicht komplett gegeben, ja? Jetzt nehmen wir mal Frau Baerbock raus. Das ist, glaube ich, ja, aber das war bei Frau Merkel ja, das war bei Frau Merkel ja auch nicht gegeben. Das hat ja in Deutschland Tradition, dass eigentlich die Kanzler immer stärker in der politischen Mitte stehen als ihre eigene Partei. Bei Helmut Schmidt hat man sogar im konservativen Lager gesagt, der richtige Kanzler in der falschen Partei. Aber bei Frau Merkel hat man auch gesagt, sie betreibt die Sozialdemokratisierung der CDU, hat man auch gesagt. Also ja, das hat sie auch. Entschuldigung, aber Frau Mayer. Aber wenn ich dazu noch mal was sagen darf, ich glaube, keine Partei oder keine Gruppe ist so gespalten wie die Union derzeit. Also das heißt, wenn wir jetzt einen Unionskanzler bekommen, dann gibt es da erstmal jede Menge Hassel in dieser Gruppe, also viel Selbstbeschäftigung, während die Probleme, diese täglichen und globalen Probleme, die laufen einfach weiter. Ja, und darum mache ich mir eigentlich Sorgen gerade. Also ich sehe das auch bei Olaf Scholz nicht so ganz, ja, muss ich dazu sagen. Der hat auch, da werden auch alle aus den Kulissen kommen, falls der Kanzler werden will. Und wenn die Union verliert, weiß ich auch nicht, was sich da in der Partei entwickelt und was das wiederum für Konsequenzen für die Stabilität des Systems hat. Was denken Sie? Der Mond. Dann platzt der Mond, haben Sie gesagt, oder? ja. Okay. Ihr Tipp, Herr Schmitz, wo wird man denn Angela Merkel wieder begegnen, wenn es dann eine neue Regierung gibt und sie ausziehen kann aus dem Kanzleramt? Sie hat ja verschiedene Varianten schon geboten, dass sie gärtnern will, dass sie reisen will. Zuletzt hat sie gesagt, dass sie ganz viel schlafen will erstmal. Wird sie alles tun? Was ich glaube, man über sie sicher sagen kann, sie wird am problemlosesten ein Leben außerhalb der Politik finden. Das glaube ich schon. Also ich sehe da keinen Phantomschmerz. Das will ich alles gar nicht an. Ja. Das auf keinen Fall. Ich könnte mir sie gut an einem Forschungsinstitut, Think Tank, ähnlichem vorstellen. Aber keine Garantie, dass sie irgendwann zurückkehren will. Sie werden es als Biograf besser wissen. Kann auch passieren. Okay, würde ich gerne von allen noch mal wissen. Aber, bei ihr kann ich es mir eher vorstellen als bei anderen politischen Alpha-Tieren, dass sie kein Problem hat, damit loszulassen. Okay, dann noch kurz Frau Mayer, was denken Sie?
Also meine Theorie ist, wenn man sie beobachtet hat, wo sie sich wirklich wohlgefühlt hat, war eigentlich im Umgang mit jüngeren Menschen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie lehrt, dass sie um die Welt reist und lehrt. Mhm. Das, glaube ich, würde auch zu ihr passen. Herr Krause, was glauben Sie? Sieht man sie in Brüssel dann nochmal? Ich habe gerade ein sehr amüsantes Buch gelesen. Danach wird sie Detektivin in der Uckermark und klärt Morde auf. Aber das ist ein Roman. Mehr okay. Dazu auch nicht. Okay, und der Biograf ja, zum Schluss? Also ich würde meine Hand absolut ins Feuer legen, dass sie kein festes politisches Amt mehr annimmt. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich nochmal äußert, in welcher Form auch immer, zu Themen, die ihr sehr am Herzen liegen, wie Klimaschutz, Migration, liberale Demokratie, offene Gesellschaft, oder dass sie vielleicht auch noch mal eine Vermittlungsmission übernimmt, aber immer nur im begrenzten Rahmen, nicht als Fulltime-Job. Und erstmal viel schlafen in der Uckermark. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Morgen sind wir natürlich wieder da in der Phoenix-Runde. Und morgen ist ja diese letzte Runde, die Schlussrunde der Spitzenkandidaten. Und wir analysieren dann danach in der Phoenix-Runde, wer sich am besten geschlagen hat. Also seien Sie wieder dabei. Bis dann. Tschüss.